Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 289 gelandet und ihr seht, wir stehen schon vor der ersten Mod. Die Mods heute sind alle auch für den Landwirtschafts... Ja, ich rede schon wieder Blödsinn. Sind natürlich auch für alle, die den Landwirtschaftssimulator spielen, wollte ich sagen. Und zwar mit der PlayStation oder mit der Xbox. Für euch sollten diese Mods auch zu erhalten sein. Wir fangen an mit einem Lagergebäude. So simpel ist es. Hier draußen seht ihr Anladestellen. Ne, für den LKW gedacht, logischerweise ist ein bisschen höher hier das Ganze. Man hat hier, glaube ich, auch eine Tür zum Reingehen. Das werden wir gleich mal hier nutzen. So. Hat hier dementsprechende Abstellflächen. Ich mache mal die Hilfe an, dann sehen wir auch, ob wir hier gleich ein Licht haben. Genau, da haben wir das Licht auch gleich. Schönes, dezentes Licht, nicht so grell und fies gemacht. Hier kann man wohl Sachen anliefern, die eingelagert werden. Dafür können wir hier die Tore aufmachen oder hier seht ihr den Einfahrtsbereich. Ich mache hier mal das Tor öffnen. Das wäre nämlich die Rampe, die ihr hier noch draußen gesehen habt. Die würden euch hier reinfahren und hier hinten könnte man das Ganze dann einlagern. Ne? Hier sind einmal Lagerbereiche, das sind meist Abholbereiche. Wenn was dann jeweils in dem LKW gefahren wird, wird das dann hier in die passenden Spuren gepackt. Ne? Damit das auch von der Gewichtsverteilung hinkommt, wird das hier schon meistens gleich so hinsortiert. Ja, wenn wir hier dementsprechend reingehen, so sehen wir hier ist auch eine Bedienfunktion da und da seht ihr auch, was ihr machen könnt, was ihr ein- oder auslagern könnt. Ne? Also hier ist dementsprechend alles an normalen Standardsachen, was auf der Karte hinterlegt ist, weil mehr ist hier nicht hinterlegt, das ist die normale Elm Creek, auf der ich den Test hier immer mache. Da seht ihr selber, könnt ihr das Ganze dann, ne? Ausgehende Produkte, eingehende Güter. Ihr könnt das Ganze hier behalten, ihr könnt es verteilen. Also hier kann man dann alles mitmachen, was man braucht. Und so kann man natürlich auch schön die ganzen Sachen dann rüberbringen in die Produktion. Ne? Also technisch gesehen gut gemacht. Ihr seht hier schön, sieht auch aus wie ein Büro. Ne? Steht auch ein Karton rum, die ganzen Regale, ein bisschen Kühlschrank, eine kleine Pause machen kann man hier auch. Stehen noch zwei Stühle dabei. Warum es hier keinen Bürostuhl gibt, weiß ich nicht, weil man sonst wahrscheinlich nicht an dem Zeichen hier rankommt. Aber sonst sieht das technisch soweit alles ganz gut aus. Und ihr seht auch, ne, das ist schön der berühmte Metalllook, Betonträger und eine schöne Größe. Also, alles soweit okay. Ich würde sagen, ich laufe einfach mal hier hinten raus. Dekorationsgeschichten haben wir so weiter hier nicht drum. Ne? Seht ihr selber. Aber wie gesagt, sonst schön gemacht. Ne? Oben noch die Lichtdurchlässe. So, dann sind wir schon bei der nächsten Geschichte. Ich zeige euch die hier gleich zusammen dann im Shop. Dann hier haben wir noch ein holländisches Lohnunternehmerschuppen heißt das Ganze, glaube ich. Hier seht ihr erstmal einen sehr schönen Unterstand. Hier an der Seite auch noch ein Bereich, wo man Geräte reinstellen könnte, wenn man das hier als Einfahrt nutzt. Sondern sehr breite Einfahrten hier auch. Also hier könnten auch mehrere Geräte nebeneinander dann untergebracht werden. Also schon ein sehr, sehr schönes Teil, kann man nicht anders sagen. Ne, wir haben hier einen Bereich, wo es theoretisch, ne, reingehen würde in den Bürobereich. Und hier haben wir noch mal einen Bereich mit einer Werkstatt dementsprechend drin, glaube ich, oder? Ne? Nicht zu reparieren. Hier könnte man dementsprechend reinfahren. Ich habe den Boden ja nicht ausgeglichen, sehe ich. Sorry dafür. Hier könnte man dann reinfahren. Ne? Hier sieht man auch schön Backsteingeschichten, schöne Holzpfeiler. Man sieht die ganzen Verschraubungsgeschichten. Ist also alles sehr schön gemacht. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo ein gemeinsames Gesamtlicht ist oder. Weil ich sehe Licht, aber keinen Lichtschalter. Deswegen gucke ich gerade komisch. Das ist Werkstattoption. Muss mal gucken, ob hier ein Lichtschalter war. Ne, hier ist gar kein Licht. Also irgendwie, weiß ich nicht, vermisse ich hier gerade einen Lichtschalter. Vielleicht habe ich ihn noch irgendwo übersehen. Will ich nicht ausschließen, aber normalerweise sollte die Funktion hier hinten aufblinken halt. Ne? Ihr seht, es sieht auch nichts aus wie ein Schalter in der Richtung oder so, aber. Egal, vielleicht geht es ja im Dunkeln automatisch an, könnte natürlich gut sein. Ich finde hier auch die gute Doppelbauweise sehr schön gemacht. Ne? Mit den Trägern, dann die berühmten Platten oben drauf gesetzt. Und natürlich die Rolltore funktionieren hier auch einwandfrei. Also auch das eine sehr schöne Halle. So, dann haben wir noch ein Hofset. Genau, das besteht aus drei Teilen. Ich fange mal mit diesem Teil hier an. Das sieht schon aus wie ein Stall und ihr ahnt es, es ist tatsächlich einer. Es ist nämlich ein Kuhstall, da steht es auch schon. Kuhstall groß. Groß ist dann immer relativ. Wir haben eine kleine Auslaufzone für draußen, seht ihr selber. Ihr seht es, aber es ist okay. Es sind 40 Tiere, die man hier unterbringen will. Das sieht natürlich nicht unbedingt danach aus, aber wir haben schon schlimmere Größenverhältnisse gesehen. Sonst von der Optik her ist es schön gemacht.
Ne? Ob hier 40 Tiere reingehen, wahrscheinlich ja nicht. Das sieht mehr aus wie 20 und ein zu kleiner Auslaufbereich. Aber so ist das halt. Ne? Ihr seht hier Hallenbeleuchtung anschalten, das kann man machen. Hier haben wir dann mal Licht, dann haben die Kühe auch Licht. Und hier auch einen Außenscheinwerfer. Ne? So sieht man schön, Wasserleitungsgeschichten wurden verlegt und sowas. Ne? Da ist der Wassertank. Das ist alles schön gemacht. Ne? Das war dann Teil Nummer 1. Teil Nummer 2 haben wir hier. Das hier ist nämlich ein Unterstand. Ihr seht, einen schönen Unterstand. Da passen auch locker zwei oder drei Fahrzeuge rein. Auch hier haben wir die Hallenbeleuchtung anzuschalten. Ne? Ist ziemlich hell, aber es sind auch sechs Leuchtquellen. Das ist also das ganz okay. Und hier ist eine Werkstatt. Und hier ist gleichzeitig auch noch nicht nur die Werkstatt so, sondern auch die Werkstatt zum Reinfahren dementsprechend. Also auch könnt ihr zur Not auch als Garage benutzen. Ne? Licht ist hier dann mit an. Ne? Wir haben ja seitlich noch so ein bisschen Gastank, Deko-Geschichten, Barbecue-Bottles. Ne? Also seht ihr hier dementsprechend auch hier die ganzen Trägergeschichten und sowas. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Das kann ich anders sagen. Hier noch einen schönen großen Reifen am Ende. Bisschen Kisten und Kleinkram. Fass mit einer kleinen Pumpe. Hier hätten auch noch ein bisschen Deko-Kram. Ja, Klimaanlage, Belüftungsanlage. Ja, das hat schon was, ne? Also sieht gut aus. Regengaussystem ist gesetzt. Und das Letzte, was wir hier haben, ist so eine Art Unterstand. Hier seht ihr selber, das ist schön in langen Bahnen sozusagen. Habt ihr mehr als genug Unterstellfläche sonst auch. Könnte man theoretisch gesehen sogar was reinschütten, wenn man es wollte, weil die Sachenbereiche ja getrennt sind, ne? Aber wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 große Bereiche. Also schon nicht schlecht. Gucken wir uns das Ganze jetzt auch einfach mal im Shop an. Wir fangen einfach mal mit dem Tierpart an, weil es ist ganz einfach. Es ist der platzierbare Kuhstall, der kostet 180.000 und ist für 40 Kühe. Das ist im Prinzip, wenn man hier so dazwischen geht, eigentlich ganz okay. Ne? Preislich liegt er hier von den normalen Stallungen, also schon im richtigen Bereich. Das ist Nummer 1. Nummer 2. Wir fangen an mit den falsch. Mit den Hallen hier. So, das ist also die große Lagerhalle, das Lagerhallensystem. Preis ergibt sich natürlich dadurch, dass es ein Lager ist, ne? 290.000. Ihr könnt da, ich weiß nicht, wie viel Liter unterbringen, muss ich zugestehen, das steht da so nicht drin. Wir haben hier die große Hallengeschichte mit den schönen Unterständen, also dieses Lohnunternehmer, ne? Maschinenhalle mit Werkstatt steht jetzt hier dran. Die Mod selber heißt dann irgendwas mit Lohnunternehmerhalle. Liegt bei 100.000 und der platzierbare, so, da. Ne? Der platzierbare kleine Bereich mit der Werkstatt liegt bei 90.000 und der große Unterstand hier liegt bei 120.000. Damit haben wir die Sachen hier auch schon zusammen. So schnell geht's. Ein paar schöne platzierbare Sachen. Wir hüpfen jetzt einfach mal und zwar hier vorne zum Hof, weil ich habe doch einmal was Fahrbares sozusagen. Und da sehen wir es auch schon. Das ist ein Mähdrescher, nämlich ein Versatile RT 520. Dadurch ergibt sich, glaube ich, auch die PS-Zahl, meine ich. Man kriegt den mit normaler Bereifung, aber auch mit Bandlaufwerken. Ich habe hier mit Bandlaufwerken gemacht, weil hier auch schön die Versatile-Beschreibung drauf ist, Beschriftung drauf ist. Ne, auch hier ist die schön angesetzt. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal im Shop an. Wichtiger Punkt, es ist kein Schneidwerk dabei. Das heißt, man müsste natürlich dann schon gucken, welche Größenordnung liege ich. Ne, hier sehe ich, sagen wir mal, 329.000 für 520 PS. Wenn wir hier Vergleichbares angucken, ne, dann seht ihr, wir liegen sehr, sehr gut im Preis. Ne? Wir liegen schon eher in dem Bereich und das ist eigentlich über 400.000. Das heißt also, wir sollten, litermäßig liegen wir auch so in dem Bereich. Wir müssen uns dann mal die Universalsachen angucken. Wenn wir jetzt hier, okay, hier ist keine Kombination, doch da, Kombination anwählen, dann seht ihr, das hier sind 10,80 Meter. Ich behaupte also, dass das gute Gerät auf jeden Fall so 12 Meter Sachen mitmacht. Ne? Was jetzt die Schneidwerke angeht, beim Maisflücker dann wahrscheinlich eher 9. Aber wie gesagt, es ist halt nichts mit dabei. Oh, hätte ich auch gleich den Drescher zeigen können. Ist auch nichts mit dabei. Es ist reinweg nur der Drescher. Wir haben, wie gesagt, die Reifenhersteller hier zum Durchwählen. Und bei Lizard haben wir halt das Bandlaufwerk dann drin. Ne? So sieht das Ganze aus. Und ja, wir haben hier noch die Designversion. Das ist noch die Breitenanzeige, die wir anscheinend hier hinten noch irgendwo haben. Ne? Hier, dass man hier die Reflektorenschilder hat und man hat dann auch hier die Möglichkeiten, Kennzeichen zu vergeben. Wir sind mit 11.981 Liter bei fast 12.000 Liter. Das ist also schon mal mehr als okay.
Bei 520 PS, wie gesagt, lassen sie sich auch so Richtung 12 Meter Mähwerke damit machen. Und dafür ist er dann für 329.000 billig, ne? Man muss ihn ja schon auf dieser Ebene mehr setzen. Da fehlen 1500 Liter, da fehlen 70 PS. Und ne, das sind nur 30.000 Unterschied. Also das ist schon echt okay, kann man nicht anders sagen. So, ja, jetzt sitzen wir drinnen. Wir machen mal eine Runde das Licht an. Das funktioniert schon mal. Wir haben hinten noch die Lichtstufen schön. Und wir haben vorne noch die Zusatzbeleuchtung, die es dann richtig hell macht. Ne, das hat dann schon mal was. Dann geht das ganze Licht wieder aus. Ich mache mal den Motor einmal hier an. Ne, da habt ihr gesehen, ist oben die Abgasklappe aufgegangen. Das Ganze schön auseinanderfalten, sehen wir hier auch. Das wird ja schon mit schönen dicken Trichter. Treppe ist dementsprechend etwas angeglichen. Wir können das Rohr ausfallen, was auch eine anständige Länge hat, ne, so muss man sagen. Was man bedenken muss, er hat jetzt hier leider keine Beleuchtung zum Rohr. Finde ich immer schade, aber in dem Fall ist es halt leider so. Ne. Wenn ihr sonst die Funktionen seht, seht ihr selber Strohablage an- und ausschalten und sowas. Das ist das Übliche, was hier da ist. Ne. Licht hatten wir gemacht, wir gucken mal, er blinkt dementsprechend. So ein bisschen an der Seite, ein bisschen vorne und auch hinten doppelt. Das auf beiden Seiten, da auch wieder die Seite und auch vorne. Also das ist schon mal schön gemacht. Rundumleuchte haben wir dementsprechend auch eine vorne, aber leider hinten keine. Obwohl es da aussieht, als wenn das sogar die passende Stelle für die Rundumleuchte wäre. Aber nö, haben wir nicht. So einfach ist es. So, ich mache den Motor nochmal wieder aus. Wir gehen nochmal rein. Wenn ich hier nochmal Licht anmache, passiert hier drin nichts. Wenn ich den Motor anmache, seht ihr selber, geht hier die Anzeige hoch. Wenn ich dann Licht anmache, dann ist auch der Knopfbereich, auch vom Stick, wie auch der Nebenbereich, der ist dann beleuchtet. So sieht es dann aus. So, ja. Ich würde sagen, wir machen den Motor nochmal an und drehen eine Runde. Und dann haben wir es auch schon. Ja, Rückfahrleuchten hat er, Bremsleuchten hat er, also sehr schön gemacht. Passt also auch in den europäischen Bereich hervorragend rein. Ja? Und so sieht das gute Stück dann aus. Ja, ich rücke es hier noch so ein bisschen ins richtige Licht und dann wisst ihr schon, was ist. Genau, wir sind am Ende der Folge für heute. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen passenden Daumen da. Würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Und sei nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.